Guten Morgen, Morgen. Morgen. Ich weiß nicht, ob Sie Ihr Transcribe haben. Morgan ist auf dem Weg zu Ihnen. Ich warne Sie nur vor, damit niemand aus Versehen auf ihn schießt. Oder mit Absicht. Morgan? Ist er nicht auf der Erde? Nee, das war eine Lüge. Wir waren nur Testexperiment. Morgan? Michaela. Ich habe nicht auf Ihr Transcribe geachtet. Wie sind Sie hierher gekommen? Ich dachte, Sie wären weg, weil... Egal. Luftschleusen und Aufzüge sind dicht. Wie meine Lunge. Paraplexie. Sehe jetzt schon Punkte. Sie hatten recht. Selbst wenn ich die Spritzen aus meinem Büro hätte. Aber ich kann uns hier rausbringen. Starten Sie den Reaktor neu. Komm, Fokus! Verrückt. Too strong! Ich weiß, aber ich kann Sie anleiten. Ich würde ja selbst, aber... Mann, das war fancy. Kommen Sie einfach her, ja? Au, 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 au. Au, 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 au. Fancy Kampffokus. Okay. Also, warte mal. Das gluten wir mal ein. Mit unseren verbleibenden 4 Schüsschen. So. Dann, reparieren wir es mal. Ja, braucht ein bisschen. So. Wir sind, wo sind wir denn jetzt eigentlich gelandet? Ich hab's vergessen. Lebenserhaltungssystem, genau. Und, anhand von Michaelas Nachricht, also Kommunikation, da heißt das, dass sie noch am Leben ist. Also die Station funktioniert auch so, wie sie funktionieren soll. Das ist doch ein wunderbares Zeichen. So, andere Frage. Du gehst kaputt, wunderbar. Anzugreparatur, Fabrikatorplan. Na wunderbar. Alles ist heute wunderbar. Alles, auch diese... Habt ihr gerade was gehört? Das wäre nicht so wunderbar. Okay. Eine Mail. Was? Ersatzteile 5. Roger Meyer, Glukanone. Ah, warte, was ist hier? 2 Personen haben Ausrüstung ausgeliehen und nicht zurückgebracht. Ari und der andere Typ. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie immer noch abteilungseigene Ausrüstung ausgeliehen haben. Das können nicht einfach alles behalten, Mann. Ich weiß, es ist nervig, aber so gehen die Regeln. Oh, dann gibt es eine Strafgebühr bei der Gehaltsabrechnung. Wie unfancy. Josef, demnächst steht die Wartung für die Luftmischregulatoren in der Atmosphärenabteilung an. Sagen Sie Max Bescheid, dann passt in den Fabrikatorplan. Alles klar. Haben wir so durchgescannt. Jo, sonst ist hier nix, nada und niente. Hier. Chill. Oh nein, hier ist noch ein Ätherphantom. Wo denn? Ah. Da denn. Okay. Aber das mit der Rotzange hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, die Ätherphantome sind für mich gar nicht so das Problem. Also, ich glaube, die schlimmsten sind die Tamar. Also, gerade die Feuer- und Blitzphantome, die halt so. Wo ist er hin? Ach, der läuft da oben. Warte, ich hab ein Geschenk für dich. Wow! Knack! Knack! Knack und knack! Yeah! Ich muss öfter diese geile Fähigkeit verwenden, ganz ehrlich. Die ist fancy. So. Und ausluten. Also, da hinten sind mehrere Ziele. Da geht's zum Kontrollraum. Eine Bereichskarte wäre halt ganz nett. Mad Bay ist schon offen. Aber da ist verstrahlt irgendwo irgendwas. Du da? Nein, du bist nicht verstrahlt. In Mad Bay ist was Verstrahltes. Ach so. Ja. Keine Ahnung jetzt. Warte. Wir haben 21 von den geilen Dingern. Ich lieb's. Bitte räumen Sie die Öffnung frei. Ui. Alles auseinandergenommen. Ups. Das wollte ich so nicht. Mülleimer ist leer. Öffnung ist eigentlich frei. Frage 9, Operator. Ja, immer her mit dem Vieh-Ding, was auch immer. Transstar Pyramid 490 Medizin ab. Diagnostizieren. Oberfläche
leibliche Verletzung. Ja, ich, ist ein bisschen was Oberflächliches. I know. So, Kontrollraum klingt halt schon gut eigentlich. Kontrollraum klingt... Ah, da ist ein... Ne, das ist normaler Technik. Ari, hey, gib mal die Sachen zurück, Mann. So, da könnte man safe irgendwie rein. Warte, da hat's... Das sieht mir... Ne, Moment, das sieht... Oh, die hat's alle nicht so gut erwischt. Hoch, Tresorcode. Nicht an Weber weitergeben, 6. Irgendwas noch und... War das gerade ein Transcribe? Ne, Notiz. Ne, Transcribe. Teague, kommen! Wir hatten Feindkontakt, aber der Feind... Der Sie ist... hätten im Frachtraum Stellung halten sollen. Ich konnte nicht, Lobby! Teague. Konnte diese Leute nicht. Kommen Sie zu den Fluchtkapseln. Negativ. Fluchtkapseln defekt. Als wären sie deaktiviert. Nur 4 von uns haben es zur Lebenserhaltung geschafft. Ich sehe Rammer hinter Ihnen. Negativ. Rammer ist nicht mehr Rammer, Chief. Diese Dinger. Chief, der Aufzug geht nicht. Sind ausgesperrt. Oh Gott, Rammer. Rammer ist hier. Teague, weg. Teague. Erica, komm. Also das ist nicht Rassismus. Alter, was haben die gegen Rammer? Das ist, nee, nicht Rassismus, das ist einfach Ausgrenzung. Voll uncool sowas, ganz ehrlich. So, da kann man, achso, das Geschütz reparieren. Ah, moin, Tobias. Sie wollten mich sprechen? Ja, ich brauche einen Termin, um den Aufbau eines speziellen Partikelinjektors in der Wasseraufbereitungsanlage zu überwachen. Moment mal, Sie wollen bitte was? Wie bestätigt entsprechend... Hä? Das klingt jetzt vielleicht seltsam, okay. Aber ich bewundere Ihre Taten. Sie hätten Chief Elazar und ihren Leuten im Frachtraum nicht helfen müssen. Besonders, wenn man bedenkt, dass Sie die Station zerstören wollen. Sie haben ihnen Hoffnung gegeben, wenn auch nur kurzfristig. Eigentlich ist das sogar noch mieser, aber ja. Okay, neues Transcribe und da ist auch nochmal eins drin. Sie wollten mich sprechen? Ja, ich brauche einen Termin, um den Aufbau eines speziellen Partikelinjektors in der Wasseraufbereitungsanlage zu überwachen. Moment mal, Sie wollen bitte was? Wie bestätigt entsprechen Ein- und Auslassarmaturen den Vorgaben? Und was genau soll dieses Ding in unsere Wasserversorgung injizieren? Das steht mir nicht frei zu sagen. Aha. Tja, dann haben wir ein Problem, Tobias. Dr. Kelstrip hat es bereits abgesegnet und... Für so etwas benötige ich eine Unterschrift von Alex oder Morgan. Aber solange ich also keine Tinte auf einer gepunkteten Linie sehe, müssen Sie Ihren Injektor weiter Dr. Kelstrip zeigen. Ich möchte rein. Was hat der hier für noch? Vorrat in der Halle bei Fluchtkapseln. Keine Zeit für Übergabe. Achso, er hat eine Notiz für einen Fabrikatorplan. Okay. Und der Westen hält Stand. Das ist gut, dass der Westen Stand hält. Oh! Aha. Warte mal, da kann man... Oi. Oi, eine Schlüsselkarte. Und keine Gegner. Nett. Sicherheitsbüro! Wunderbar. Scheiß mal auf Quest verfolgen. Hier gehen wir weiter. Oder gibt's hier noch... Wartungsschleuse. Ah, okay, die haben wir von oben gesehen. Ups. Alles klar. Ne, ist das jetzt? Doch, ja, entriegeln. Oh, chillig. Sehr geil. Hier ist noch ein Geschütz. Hey, warte, das ist ja super. Dann bauen wir uns hier mal auch, falls irgendwie noch Gegner kommen. Pass auf. Ja, wunderbar. Und du kannst unsere Rüstung reparieren. Ja. Den Code haben wir und ein Waffen-Upgrade, aber dafür haben wir keinen Platz. Gut, dann tauschen wir schnell was aus. Pass mal auf, das da, dann sollte es sortieren, dann sollte es kurz fürs Upgrade reichen. Warte, klatsch mal hoch. Da können wir aktuell nichts upgraden. Auch nicht. Die Glue-Garden, können wir da noch was machen? Nein. Ja cool, unsere wichtigsten Waffen sind schon geupgradet. Magazinkapazität, es bringt nichts, was ist das? Ja, okay, dann lassen wir mal den so sein. 7, Operator 6, nähert 5, sich. 8. Nein, nicht nochmal verriegeln. So. Schallgenämpftipps holen, Fabrikatorplan, können wir herrschen. 2 Neuromods, jetzt, wie viele haben wir?
6 Stück. Oh yeah. Das heißt. Anzugsmodifikation. Was wollte ich jetzt machen? Waffen upgraden oder mehr Anzugplatz? Ist beides geil. Komm noch mal den Platz. Ich weiß nicht, wann die nächste Recycle-Station kommt. Evakuierung, Bericht, ist ja ganz nett. Okay, also ja, Programme, Bereichskarte, yes. Also, wir haben 5 Ebenen. Nach oben. Also die unterste Ebene ist ein Witz, da ist kaum was. Hier geht es zum Kraftwerk dann rüber. Mhm. Die Ebene 1. Ah, die führt dann zur Ebene 2 runter. Okay. Hier sind die Besatzungsmitglieder. Die finden wir sowieso mit der Zeit irgendwann. Ansonsten kommen wir hier zurück. E-Mail zählen wir, aber ich glaube, du... Ich weiß, was du glaubst. Ich hätte das auf dich abgesehen. Von Erika. Aber ich mache nur meine Arbeit. Was soll ich sonst tun? Wenn du Abträume hast und nicht für Griechen magst, von mir aus. Aber wenn du mir erzählst, dass du dich mit den Vorräten deinem Buchenkopf verschanzen willst und einen Schrotflintel brauchst, das geht ein bisschen zu weit. Wir sind bisher gut miteinander ausgekommen, aber unser Verhältnis sollte rein dienstlich sein. Okay, Vorschrift ist Vorschrift. Okay, die haben irgendwie ein Problem mit Weber. Der Typ will eine Schrotflinte. Vermisste Technikerin. Oh. Die letzte bekannte Tätigkeit von Jean Four war die Reparatur von System der Lebenserhaltung. Und sie hatte eine verbleibende Schlüsselkarte. Alles klar. Zur Lobby können wir sowieso nicht. Das ist abgeriegelt. God damn it. So, die Geschütze. Mal gucken, wie lange die noch überleben und durchhalten. Könnten wir hier schon in die Atmosphäre Control? Ja, könnten wir rein, okay. Oh. Oh nee, ein Thermalphantom. Schließfach. Warte, geht das jetzt hier im Kreis? Wait. Scheiß Ding, Alter! Du hast gar nichts gefunden! Scheiße, hat er gefunden. So, ah, guck mal, viel mehr Inventarplatz. Wie wundervoll. Ja, vor allem, wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt noch neue Waffen und so finden. Das ist... Oh, hier können die halt richtig gut Sachen verstecken, ne? Wenn wir noch neue Waffen finden, dann ist der Zusatzplatz ganz geschickt. Das ist Thermalphantom. Und hier könnten wir es überraschen, ne? Ja. Scan abgeschlossen. Nein, ich will... Ich komme hier nicht mehr... Doch, zurück. Atmosphärenkontrolle. Ja. Eigentlich, wir könnten den normalen Weg folgen. Wir müssen hier nicht unbedingt... Hat mich jemand gehört? Ah, da oben ist noch jemand. Ah, ein Technik-Operator. Ja, wenn nur der kommen würde, okay. Aber wenn das Thermalphantom kommen würde, gar kein Bock. Ah ja, das infiziere mich mal. Ne, komm, wir gehen den normalen Weg lang. Bevor ich hier weiter rumäumel. Sekunde.